Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Robotik TV, dem offiziellen YouTube-Channel der Fachzeitschrift Robotik und Produktion. Heute haben wir euch wieder drei neue Produkte aus der Welt der Robotik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Mehr zum Thema Roboteranwendungen gibt es wie immer in unserer Printausgabe und unserem Newsletter. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe geht es um den kollaborativen Roboter CRX-10IA von Fanuc, die flexibel skalierbare Montagezelle TactoCube von Tactomat und das Software-Add-in 3D-Printing Powerpack von ABB. Der CRX-10IA ist Fanucs erster kollaborativer Roboter und um einiges leichter als die übrigen Modelle des Herstellers. Er lässt sich zum Beispiel als Handling-Einheit auf fahrerlosen Transportsystemen einsetzen. Der Roboter ist in zwei Varianten erhältlich, als Kurzarmversion mit einer Reichweite von 1,2 Metern und als Langarmversion, deren Arm bis 1,4 Meter weit reicht. Die Tragkraft liegt jeweils bei 10 Kilogramm. Der integrierte Vision-Sensor 3DV1600 ermöglicht schnelle Bildaufnahmen bei einem Blickfeld bis 1600 mm Durchmesser, um auch große Teile sicher zu erfassen. Tactomat hat mit dem TactoCube eine modular aufgebaute Maschinenzelle für schnell taktende Montageanlagen auf den Markt gebracht. Die Zelle ist flexibel skalierbar und bietet durch das modular aufgebaute Baukastensystem Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Alle Zellenmaße sind flexibel und im Raster bis zu 250 mm skalierbar. Die Maschinenzelle bietet einen transportsicheren Gesamtaufbau und ist auch für den Selbstaufbau geeignet. Durch die robuste Ausführung ist sie für Roboterintegrationen einsetzbar. In der Maschinenzelle sind standardisierte Schutztüren integriert. Der Schaltschrank für Elektroinstallationen ist dabei passend einsetzbar. Werden mehrere Einheiten der Maschinenzelle benötigt, können diese problemlos spaltfrei miteinander verbunden werden. ABB hat 3D-Druckfunktionen in die Simulations- und Offline-Programmiersoftware Robot Studio integriert. So lassen sich die Roboter des Unternehmens, die für die additive Fertigung zum Einsatz kommen, in 30 Minuten programmieren. Durch das Add-in, das Teil des Powerpack-Portfolios von Robot Studio ist, müssen Unternehmen keine manuelle Programmierung mehr durchführen. So können sie Prototypen schneller fertigen. Das 3D-Printing Powerpack unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Schweißen und Drucken mit Granulat oder Beton. Es eignet sich vor allem für die Produktion von kleinen Volumina mit hoher Variantenvielfalt. Das war's für heute auf Robotik TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Channel, um immer die neuesten Infos rund um die Themen Robotik und Produktion zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!